Der 25-teilige Gewindeaustrehsatz dient zum Entfernen von abgebrochenen Gewindestiften und Schrauben. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Der Satz besteht aus den Führungshülsen, dann den entsprechenden Bohrern zum Vorbohren, dann den Kerbstiften und dann selbstverständlich auch die Antriebe für die Kerbstifte. In der Anwendung sieht es dann so aus, dass, wenn ich mir das als meinen beschädigten Bolzen vorstelle, als allererstes, wenn möglich, die Führungshülse benutzen, die drüber setzen, sodass ich wirklich gerade in meinen beschädigten Bolzen bohren kann, dann ein Loch bohren, anschließend den Bohrer entfernen und auch die Führungshülse. Im nächsten Schritt kommt dann der Kerbstift zum Einsatz. Der Kerbstift wird in den beschädigten Bolzen eingeschlagen. Die Presskräfte, die dann auf die Außenseiten des Bolzens wirken, sind extrem gering. Somit verklemmt er sich nicht noch zusätzlich der Bolzen in meinem Werkstück, sondern nur der Kerbstift verpresst sich im Bolzen selbst. Um dann alles zum Ende hin auszudrehen, ist dann halt dieser Überwurf dabei. Der passt ganz exakt auf meinen Kerbstift und kann dann entweder mit einem Ring oder mit einem Mausschlüssel draufgehen und meinen beschädigten Bolzen ausdrehen.